Donner und Blitze. Göttervater Zeus schleudert sie im Zorn auf die Erde. Sein Bruder Poseidon lässt schon mal ein Schiff untergehen. Mit seinem Dreizack wühlt er die Meere auf. Ihre Schwester Demeter ist sanftmütiger. Sie lässt das Getreide wachsen und sorgt dafür, dass niemand hungern muss. Die antiken Götter. Unsterbliche Wesen mit mächtigen Kräften. Für die Menschen damals ist ein Leben ohne sie unvorstellbar. Weil die Griechen von der Frage umgetrieben wurden, woher kommen wir? Wie ist die Welt entstanden? Und für diese Überlegungen spielten die Götter immer eine sehr, sehr große Rolle. Und die Griechen gehen sehr fest davon aus, dass sie vom göttlichen Schutz zutiefst abhängig sind. Damit die Götter ihnen beistehen, bringen die Menschen reiche Opfergaben. Sie bauen prächtige Tempel und feiern ihnen zu Ehren ausgelassene Feste. Über 1000 Jahre prägt der Glaube an eine faszinierende Götterwelt das Leben der alten Griechen. Gewaltige Gebirgszüge, weite Küstenstreifen und zahlreiche verstreute Inseln. Die griechische Welt ist groß und sehr vielfältig. Die Menschen leben rund ums Mittelmeer, in hunderten kleinen Stadtstaaten. Nicht nur im griechischen Mutterland, auch an der Küste Kleinasiens, in Süditalien und Sizilien, im Süden Frankreichs, in Nordafrika und rund um das Schwarze Meer. Ihnen allen gemeinsam sind ihre Sprache und ihre Religion. Alle Griechen glauben an dieselben Götter. Die bekanntesten von ihnen wohnen auf dem Olymp. Der Olymp ist ein Bergmassiv, fast 3000 Meter hoch und meist von Wolken umgeben. Von den vielen Göttern, an die die alten Griechen glauben, leben hier die 12 wichtigsten. Eine große Familie, makellos schön, in Marmor gehauen. Sie lieben, hassen, streiten, kämpfen um Macht und Einfluss. Sie haben Stärken und Schwächen wie die Menschen. Doch im Gegensatz zu diesen besitzen sie übermächtige Fähigkeiten.